Ihr Lieben und ihr lieben Kinder, ihr dürft auch zuhören. Das hat auch was mit euch zu tun, vor allem dann, wenn ihr älter werdet. Das betrifft jetzt zwar mehr die Jugendlichen und Erwachsenen, aber euch geht es sicherlich genauso jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wisst ihr, ich war vor etwa drei Wochen. Es war Sabbat, Nachmittag, und ich brauchte ein bisschen Abstand. Ich brauchte irgendwie ein bisschen Ruhe, weil ich mit mir selber sehr unzufrieden war. Und in der Nähe von unserer Gemeinde in Burgstetten, von denen ich euch übrigens ganz viele Grüße ausrichten soll, gibt es einen Friedhof. Und irgendwie mag ich Friedhöfe. Klingt jetzt ein bisschen komisch, gell? Aber seid mal auf einem Friedhof ganz bewusst. Nicht, weil ihr denkt, dort liegen Tote. Geht mal auf den Friedhof mal ganz, ganz bewusst hin und nehmt euch mal die Zeit, weil der Friedhof erstens einmal, da ist Ruhe, da ist kein Mensch. Da hüpfen manchmal Eichhörnchen herum, Vögel hüpfen herum, wunderbar. Es ist still. Und wenn ihr mal so auf die Gräber schaut, wann Menschen geboren werden, wann sie sterben, wie lange sie gelebt haben, und man selber lebt und schaut auf diese Mahnmale des Lebens, da muss man sich schon neu besinnen und sich fragen, hey, ich lebe noch. Hey, ich habe noch die Chance. Ich habe noch die Gelegenheit. Heute ist der Tag. Ändere was. Ich war sehr unruhig mit mir selber, weil ich meine Ziele nicht erreicht habe, die ich mir gesetzt habe. In meiner Hand hielte ich etwas, ich will jetzt über den Inhalt nicht sprechen, aber ich hielt etwas in meiner Hand, wovon ich weiß, dass es mich nicht näher zu Gott bringt. Und ich lief dann Richtung Ausgang und am Ausgang waren drei große Container. Am ersten Container stand ein Schild, Abfall, Müll. Im zweiten Container stand Grünzeug, also Grüngut. Und im dritten Container Erde. Der erste Container, wo Abfall stand, der war leer. Ratzeputz leer. Der zweite Container mit dem Grüngut war gut gefüllt. Fast schon dreiviertel voll. Der dritte Container mit Erde, der war überfüllt. Und ich stand so da, schaute mich um, schaute mir die Gräber an, hielt den Müll in meiner Hand und ich dachte mir, sind wir nicht alle so? Behalten wir nicht lieber unseren Müll bei uns und sind dankbar für das Vergängliche, wie das Grünzeug, das für eine Zeit lang wächst, schön aufblüht und dann wieder verschwindet? Und dann zur Erde wird? Ihr Lieben, welche Ziele, welche Vorsätze habt ihr denn für euer Leben gesetzt? Ihr kennt doch, was ihr sicherlich kennt, ist gerade wenn so ein Neujahr ist, ja, man macht doch immer solche Vorsätze nicht, ja? Was will ich dieses Jahr erreichen? Was will ich dieses Jahr ändern? Oder? Habt ihr dieses Jahr solche Vorsätze gemacht? Darf ich mal die Hände sehen? Wer hat für dieses Jahr Vorsätze gemacht? Ich will das erreichen. Ja, Schrecken, wird euch nichts passieren, keine Sorge. 2, 3, okay. Darf ich fragen, schon erreicht die Ziele? Also Folgendes, ich lese euch mal vor, was für das Jahr 2018 die Top-Vorsätze waren. Die Top 10 der Vorsätze, okay? Vielleicht könnt ihr euch ja da ein bisschen widerspiegeln. Ich möchte mehr Sport machen. Ich möchte mehr abnehmen. Ich möchte mehr Stress abbauen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte weniger Geld ausgeben, sparsamer sein, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, aufhören zu rauchen, weniger Alkohol trinken, weniger Zeit am Fernsehen, Internet, Handy, Computer verbringen. 10 Vorsätze, 2018. Was würdet ihr sagen, am Ende des Jahres von 2018, wie viel der 3000 befragten Bürger in Deutschland haben dieses Ziel erreicht, prozentual? Wer ist für 100%? Okay, wer ist für 60%?
40%? Na jetzt, genau. Okay, 30%. Oh, okay, die ersten gehen hoch. 10%? Oh, jetzt aber, ihr seid aber. Okay. Soll ich euch sagen, wie viel es war? 3,8%. Von diesen 3.000 in Deutschland befragten Bürger, bei diesen Top 10 Vorsätzen, haben 3,8% am Ende des Jahres ihre Ziele erreicht. Und das war ein Interview, wie gesagt, an Menschen, die in der Welt leben. Jetzt frage ich mich dann schon als Adventist, wenn wir Vorsätze haben, ich meine klar, Alkohol und so weiter brauchen wir gar nicht sagen, aber wenn wir uns doch Vorsätze fest vor Augen nehmen und ich will ein Ziel erreichen, hat doch jeder schon mal gemacht, oder? Ich will was ändern, ich will ein Ziel erreichen. Habt ihr es immer erreicht? Wer kann sagen, ich habe meine Ziele immer erreicht, wenn es um Glauben ging? Irgendjemand? Niemand? Das hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Aber wie kommt es, dass wenn wir Ziele eigentlich haben sollten und erreichen wollen, es nicht erreichen? So wie ich vor diesen drei Containern stand und mich gefragt habe, warum halte ich diesen Müll noch in meiner Hand, anstatt da reinzuwerfen, der eh schon leer ist, und begnüge mich mit den vergänglichen Dingen, die mir kurz den Moment die Befriedigung geben, aber doch am Ende im Müll landen? Ist es nicht unser Leben genauso, dass unser Leben, wie die Bibel sagt, vergänglich ist? Wir leben für eine kurze Zeit, wir blühen wie die Pflanzen in den Friedhöfen auch, blühen für eine Zeit und dann wirft man uns dann doch in den Müll. Oder? Ist es nicht so, dass wir in einer Welt voller Sünde so leben, dass wir leben und wenn wir sterben, kehren wir wieder zurück zu dem Material, aus was wir gemacht worden sind, nicht wahr? Und wir sind zufrieden damit. Wir sind zufrieden damit, oder fehlt uns irgendwas? Wir behalten also lieber den Müll für uns, was die Welt uns bietet, deswegen ist unser Mülleimer auch leer, der seelische, und sind zufrieden mit vergänglichen Dingen. Wie sollen wir da unsere persönlichen Glaubensziele erreichen? Sagt mir das bitte. Wie soll das funktionieren? Was wir brauchen, glaube ich, und das braucht jeder von uns, und das fängt schon bei euch kleinen Kindern an, Willenskraft. Denn eine Sache ist das, was Gott nicht kann. Er kann nicht meinen Willen einfach mal nehmen und es verändern. Das kann er nicht. Das ist das höchste Gut, was Gott seinen Geschöpfen gegeben hat, einen freien Willen. Den kann Gott uns nicht nehmen. Und den wird er uns auch nicht nehmen. Aber Satan nimmt uns den Willen. Das ist sein Ziel. Satans Ziel ist es, unsere Willensgedanken zu beeinflussen. Schlagt mal mit mir auf Philipper Kapitel 12. Entschuldigung, was sage ich denn? Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Dort heißt es, in Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13, darum, meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt's. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach meinem Wohlgefallen. Ah, ihr seid wach, das freut mich. Hört ihr den Unterschied? Und ich glaube, da haben wir eine kleine Krankheit zu bewältigen als Adventisten. Wollen und vollbringen versuchen wir immer aus eigener Kraft, nicht wahr? Wir wollen etwas erreichen, wir wollen es vollbringen. Also machen wir uns auf den Weg. Ich setze alles daran, all meine Kräfte, all mein Wissen, um dieses Ziel zu erreichen.
deswegen habe ich bewusst gesagt, nach meinem Wohlgefallen. Oder? Ist es nicht so, dass wir gerne unser Glaubensleben so führen wollen, wie wir es gerne hätten? Dass wir nach den Lehren gehen, die wir für richtig erachten? Die nicht so sehr nach meinen Vorstellungen entspricht, was das Ziel bedeutet? Ich glaube, wir überlesen genau dieses eine Wort. Es ist nicht mein Wohlgefallen, es ist Gottes Wohlgefallen. Das heißt, Gott gefällt es, wenn ich jetzt umdrehe, es gefällt Gott in uns, das Wollen und Vollbringen zu erreichen in uns, wenn wir mit Furcht und Zittern darum kämpfen. Warum sagt wohl Paulus mit Furcht und Zittern? Genau deswegen. Weil es oftmals immer nach unseren Vorstellungen geht, wie wir was erreichen wollen und nicht Gott fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Das merke ich, wir als Ausschuss, wir treffen uns jeden Morgen um 5 zum Gebetskreis. Nicht jeden Morgen, dreimal die Woche zum Gebetskreis. Und unsere Gebete haben dahingehend sich verändert, dass wir plötzlich anders gebetet haben als früher. Wir beten mittlerweile so, dass wir sagen, Gott, hilf uns jede Sekunde in allen Entscheidungen, die wir am Tag zu treffen haben, vorher dich zu fragen, dass wir von dir die Antwort kennen. Frage, wie oft entscheiden wir uns am Tag, Dinge zu tun oder zu entscheiden nach unserem Plan? Im Vergleich, dass wir vorher Gott fragen. Im Alltag, nur allein im Alltag. Wie oft passiert das? Bestimmt mehr als 80%, oder? Merkt ihr den Unterschied? Wir sind nicht fokussiert auf Gott. Wir sind fokussiert auf unseren Alltag. Wir sind fokussiert auf, was ist die neueste Nachricht. Wir sind fokussiert auf Corona. Versteht ihr? Wir sind immer nur fokussiert auf unsere Umstände. Wir sind aber nicht fokussiert, sobald meine Augen wach werden und mein Verstand einsetzt nach meinem langen Schlaf, fokussiert zu bleiben, bis ich mich niederlege zum Schlaf, zu sagen, Herr, heute bin ich den ganzen Tag mit dir gegangen. Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, jeden Schritt, den ich gegangen bin, hast du geführt. Habt ihr das mal gemacht? Wie lange sind wir schon gläubig? Der eine mehr, der andere weniger. Wie oft sind wir bewusst von morgens bis abends mit Jesus gegangen? In allen Punkten, die wir am Alltag erleben, in allen Entscheidungen, alles, was wir zu tun haben. Arbeit, Schule, Studium, egal was. Wie oft kam das vor? Wie lange sind wir schon im Glauben? Ich möchte euch mal ein Vers vorlesen. Ein Zitat von Ellen White aus Zeugnisse Band 5, Seite 541, Absatz 2. Hört mal genau zu, das ist unglaublich. Immer wenn man denkt, Ellen White, jetzt kommt gleich die Keule. Nein, wenn man versteht, wie Ellen White das geschrieben hat, im Gesamtkontext, dann ist es keine Keule, sondern es ist eine Erbauung. Nur mal so nebenbei. Jetzt schaut bitte, was hat Gott eigentlich vor? Gott möchte doch sein Bild in uns wiederherstellen, seit dem Sündenfall, oder? Er sucht sein Volk, wo er sich reflektieren kann. Jetzt hört. Es ist deine Aufgabe, deinen Willen dem Willen Jesu Christi unterzuordnen. Jetzt hört zu. Hört sich erstmal komisch an. Ich muss mich jetzt unterordnen. Mein Willen, wieso kann ich nicht so sein, wie so kann ich nicht entscheiden? Okay. Jetzt Achtung. Tust du es, so wird Gott dich sofort in Besitz nehmen und in dir das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken. Nochmal. Es ist unsere Aufgabe, dass wir unseren Willen Jesus unterordnen. Deswegen meine Frage, wie oft passiert es am Tag? Bewusst. Jetzt kommt die Erbauung. Wenn wir es tun, so wird Gott uns sofort, nicht erst in, ja, sofort in Besitz nehmen und in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken. Punkt. Jetzt ist die Frage an uns Gläubigen. Glauben wir daran? Zweifeln wir daran? Habe ich jetzt ein Bedürfnis, ich will es jetzt probieren oder sage ich mir, es hört sich schön an. Mal schauen. Ich könnte jetzt hunderte Gedanken von euch nicht lesen, aber genau das geht jetzt so. Der eine sagt, ich will es probieren. Der andere sagt, hört sich gut an, mal ausprobieren. Die Frage ist, will ich das? Hört mal weiter.
Deine ganze Natur wird dann der Herrschaft des Geistes Christi unterstellt. Sogar deine Gedanken werden ihm untertänig sein. Also nicht die Gedanken, die wir dann ständig vor uns immer vor uns hinlaufen lassen, sondern Gott wird unsere Gedanken nehmen und sie ordnen. Er wird uns die richtigen Gedanken zur richtigen Zeit geben. Er wird uns helfen, keine sündhaften Gedanken mehr zu bekommen, weil ich mich ihm unterordne. Du kannst deine Antriebe und Gefühle nicht unter Kontrolle halten, wie du es dir wünschen magst, aber du kannst deinen Willen beherrschen und eine völlige Veränderung in deinem Leben vornehmen. Das ist ein Versprechen, das ist jetzt nicht irgendwie dahergesagt. Ellen White sagt, weil Gott es ihr gesagt hat, sag es meinem Volk, wenn sie es so tun, dann werden sie ihr Ziel erreichen. Wenn du deinen Willen Christo unterordnest, wirst du durch Christum in Gott geborgen sein. Ich weiß nicht, habt ihr Frieden? Fühlt ihr euch wirklich geborgen? Ich meine, ich könnte jetzt anfangen, gehen wir zurück zur Corona-Krise. Habt ihr euch da geborgen gefühlt? Habt ihr euch da unsicher gefühlt? Habt ihr nicht mehr gewusst, wie geht's weiter? Hallo? Wie können wir als Adventisten nicht wissen, wie es weitergeht? Versteht ihr, was ich meine? Wie können wir verunsichert sein? Hallo, da stimmt was nicht. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Wenn wir verunsichert sind, dann nur deswegen, weil wir keinen festen Glauben an dem haben, was Gott uns sagt in der letzten Zeit. Wofür sein Volk bereitstehen soll. Genau für diese Zeit, nämlich für die Mission. Und nicht Mundschutz aufzuhaben und die Hände in den Schoß zu legen und zu kuschen. Rauszugehen, weil jetzt ist die Zeit für die Ernte. Was meint ihr, wie sehr die Menschen jetzt empfänglich sind, weil sie Fragen haben und nicht wissen, wie es weitergeht? Hier sitzt sein Volk und kann die Antwort der Welt bieten, jetzt in dieser Zeit. Aber lieber haben wir uns noch mit uns selber zu kämpfen. Lieber haben wir erstmal noch Abstand zu halten. Lieber haben wir noch erstmal, versteht ihr? Erstmal drehen wir uns nochmal im Kreis herum. Weiter heißt es, dann bist du mit der Kraft verbunden, die über allen Fürstentümern und Gewalten steht. Du wirst Kraft von Gott haben, die dich an seine Stärke bindet. Das klingt so wunderbar. Gott ist ein Magnet. Wenn wir polig, anderspolig sind, kennt ihr die Magneten, die anderspolig sind, dann stößen sie sich ab. Kennt ihr das? In der Physik? Klar. Wenn es gleichpolig ist, dann kleben sie, sie haften. Und das ist das, was Jesus sagt. Umdenken, anziehen. Und dann heißt es, ein neues Licht, das Licht lebendigen Glaubens wird von dir Besitz ergreifen. Und genau dieses Licht, von dem sie hier spricht, ist jetzt Zeit zu leuchten. Die Adventgemeinde müsste so leuchten, dass die Menschen erblinden vor Licht. Jetzt in dieser Zeit, umso mehr. Was Jesus möchte, ist, dass wir unseren Willen zerbrechen auf den Fels Jesus. Und was Jesus macht, ist, er nimmt unseren Willen, er richtet ihn auf, er gibt uns Kraft und er gibt uns die Willenskraft zurück, die mit seinem Geist verbunden ist. Das ist dieses Binden. Der Geist führt uns nur noch. Nicht wir, nicht unser Ich, nicht unser Verlangen, nicht unsere Bedürfnisse. Der Geist leitet uns. Glaubt ihr nicht, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt? Kennt er sie oder kennt er sie nicht? Weiß Gott, was wir gern mögen, auch wenn es eine Sünde ist? Weiß er es oder weiß er es nicht? Er weiß alles. Aber er wird uns nur das geben, was wir an Bedürfnis brauchen, was uns gut tut. Was uns stärker macht, was uns gesund macht, was uns näher zu ihm bringt und besonders, dass wir als Licht für die Menschen sind. Das ist unsere Aufgabe, oder? Unser Problem ist nicht die Sünde, denn den Kampf, den haben wir schon längst verloren. Wenn wir gegen Sünde kämpfen wollen, vergesst es. Wird nie funktionieren. Denn Gerechtigkeit durch Glauben und nicht durch Werke, nicht wahr? Also wir sollten uns zu Gott wenden und ihm das Sündenproblem überlassen. Und nicht noch wir uns selber damit kämpfen wollen. Das funktioniert nicht. Und deswegen sagt er ja auch in Jesaja 27, möchte, dass Gott wir Frieden machen mit ihm. Und das ist auch das, was Jesus sagte, ich bringe euch einen Frieden, den die Welt euch nicht bieten kann, denn die Welt hat keinen Frieden, es wird immer unruhiger, es wird immer schlimmer. Es ist leider so, es kommt nicht aus meinem Mund, lest die Bibel, da steht's.
Und wenn wir daran glauben, dann wissen wir, dass das, was jetzt mit der Corona-Geschichte passiert und was da jetzt infiltriert wird, das ist nichts anderes als ein Zugseil, das Satan in der Hand hält und nur noch enger zieht und enger zieht und enger zieht. Bis wir so gedrückt werden. Ich fand das schön, das Bild von Ivan Meyers. Stell dir vor, du bist eine Zitrone oder eine Orange. Und dann wirst du unter Druck gepresst. Die Frage ist, was kommt da raus? Kommt viel Frucht, Heiliger Geist, oder nur ganz wenig? Und wenn die Gesellschaft uns dahin führt, dass wir gedrückt werden, dann sollte sehr viel Frucht aus uns herauskommen, nicht wahr? Nämlich die Frucht des Heiligen Geistes. Schaut mal in Römer 12. Wenn wir schon beim Paulus waren, schaut mal Römer 12, Vers 1 und 2. Ah, wunderbar. Römer 12, Vers 1 und 2. Oh Mann. Oh Mann. Seid ihr da? Römer 12, Vers 1 und 2. Okay. Sind wir da? Ja. Okay. Also, lesen wir gemeinsam. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, und ich sage noch ihr Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also das heißt, es ist nicht nur Gottesdienst, hierher zu kommen, sondern dass ihr von Sabbatende bis Sabbatanfang Gottesdienst habt. Steht hier. Ihr habt von Sabbat, Sonnenuntergang, bis Sabbataufgang, Sabbatanfang, beim Sonnenuntergang, Mann, ist das schwierig, da ist unser Gottesdienst. Unser persönlicher Gottesdienst. Es spricht nicht den Sabbatgottesdienst, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir uns erbauen, wo wir Predigt hören, wo wir Gemeinschaft haben am Nachmittag. Nein, es heißt für dich, mich. Es beginnt mein Gottesdienst an den Menschen. Wodurch? Durch ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wisst ihr, was das Opfer ist? Meinen Willen Jesus unterordnen. Dann stirbt mein Ich. Damit bin ich für Gott ein Werkzeug. Ganz. Und jetzt geht weiter. Und passt euch nicht, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann haben wir dieses Problem nicht mehr, was Theologie betrifft. Dann haben wir das Problem nicht mehr, ob liberal und konservativ. Das sind menschengemachte Felder, die Satan nutzt, um uns auseinanderzureißen. Das ist Fakt. Wie oft prüfen wir unsere Gedanken, unsere Sinne, ob wir nach dem Willen Gottes leben? Und das tun wir deswegen nicht, weil wir nicht fokussiert sind, von morgens bis abends meinen Alltag zu leben. Ich bin fokussiert auf meine Umstände, auf meine Rechnung, auf meinen Nachbarn, auf meinen Chef, auf meine Freundin, auf was auch immer. Ich bin nicht fokussiert auf Jesus. In allen Belangen, was ich tue. Frühstücken. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Achillesferse ist Süßkram. Ist so. Leider immer noch. Deswegen erinnert ihr euch noch an die Tüte, die ich in der Hand hielt? Schlimm bei mir. Es ist Horror. Ich hasse es mittlerweile. Aber das Problem ist, warum es nicht weg ist, weil ich es nicht Jesus übergeben habe. Wie soll er es denn wegnehmen, wenn ich es immer noch festhalten will? Wenn ich diesen Müll der Welt festhalte, das mich eigentlich kaputt macht? Wie soll das funktionieren? Und genau so ist es, ihr Lieben. Wenn ich nicht anfange, meinen Müll loszulassen, werde ich keine Veränderung in meinem Leben haben. Das funktioniert nicht. Gott drängt sich nie auf. Aber er wünscht es sich für jeden Einzelnen von uns, dass unser Leben sich zum Besseren wendet. Und wir haben doch nicht mehr so viel Zeit. Ich meine, wir können sagen, gut, ich stehe nicht hinter der Aussage von Walter Veit mit dieser kosmischen Woche, dass Jesus im Jahr 2027 wiederkommt. Nope, stehe ich nicht dahinter. Wer kennt die Zeit? Gott kennt die Zeit, nicht wahr?
Und es gibt nur einer, der sie verkündet, steht eigentlich drin. Das heißt nicht, der weiß. Das heißt nicht, dass Engel und Jesus nicht wissen, wann er kommt. Das ist doch völliger Blödsinn. Wie kann Jesus nicht wissen, wann er kommt? Lest man im Griechischen, das heißt verkünden. Es gibt nur einen, der die Wiederkunft Jesu verkündet, und das ist der Vater. Und das wird zu dem Zeitpunkt sein, schreibt Ellen White, wo die Menschen ein großes Erdbeben merken werden und die einen, die Nichtgläubigen, hören nur das Erdbeben und die Gläubigen hören die Stimme Gottes vom Thron, wie er sagt, zu welcher Zeitpunkt, an welchem Tag Jesus kommen wird. Und dann der Regenbogen auftaucht über die Versiegelten. Das ist der Zeitpunkt. Aber diese Zeit können wir uns nicht einfach aussuchen. Denn ihr wisst, Jesus sagt, wenn wir das Werk abschließen, wenn das Werk vollendet ist durch die Verkündigung, dann kommt das Ende, nicht wahr? Oder? Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Paulus sagt hier ganz deutlich, wenn wir nicht anfangen, in dieser jetzigen Welt nachzudenken, nicht einfach nur anzunehmen, sondern zu prüfen, nicht Verschwörungstheoretiker zu werden, sondern nüchtern zu bleiben. Man ist automatisch Verschwörungstheoretiker, wenn man gegen das System spricht. Das ist schon, versteht ihr, das ist schon in dem System jetzt schon drin in der Gesellschaft. Aber wo ist Gottes Volk in dieser Zeit? Wo sind sie denn jetzt in dieser Zeit? Wir sind deswegen nicht sichtbar, weil jeder Einzelne mit uns noch selber zu kämpfen hat. Es passiert sporadisch. Ein kleines Aufflackern hier, ein kleines Aufflackern da, das war's. In einer Zeit, wo eine Gemeinde wirklich eine ganze Stadt ernten könnte. Nein, Angst beherrscht uns. Unsere Sorgen beängstigen uns. Die ganzen Umstände machen uns Angst. Wer steht denn an unserer Seite als Gott? Wer ist denn größer als Gott? Niemand, oder? Was Jesus möchte, ist, dass er möchte unsere Gedanken renovieren. Und wisst ihr, was das Tolle ist bei Jesus? Welchen Beruf hatte er gehabt? Er war Zimmermann. Wisst ihr, wie das damals war, wenn ihr ein Haus hattet, in Jerusalem, Bethlehem, wo auch immer, und irgendein Möbelstück war kaputt? Es war nicht so wie heute, irgendwie, ich gehe mal kurz auf www.ikea.de und bestell's mir. Man rief den Zimmermann zu sich. Der Zimmermann kam, hat sich das Stück angeguckt, und wenn er gesehen hat, okay, da kann man nichts mehr ändern, nahm er es mit in die Werkstatt. Entweder er hat es repariert oder er hat es neu gemacht und brachte es dann wieder zurück. Und das ist das, was Jesus macht. Er kommt zu uns an die Haustür. Offenbarung, Kapitel 3, Laodicea. Er klopft an die Tür und sagt, lass mich rein. Ich weiß, wo deine kaputten Stellen sind. Ich weiß, was das Problem bei dir ist. Lass mich rein. Meine Frage an uns, liebe Brüder und Schwestern, wie oft lassen wir Jesus in unsere Herzen rein, wenn er klopft? Vor allem hören wir noch das Klopfen? Weiß ich nicht. Hört ihr noch Klopfen an eure Herzenstür? Viele hören es nämlich gar nicht mehr. Das ist wirklich so. Viele Geschwister hören das Klopfen nicht mehr. Weil das Geräusch der Welt lauter ist als das Klopfen von Jesus an deiner eigenen Tür. Und er klopft und sagt, lass mich bitte rein. Ich will dir helfen. Ich will, dass es in deinem Haus wunderschön aussieht. Ich mache es für dich. Du musst nichts machen. Ich nehme sogar das Problem an mich und ich löse es für dich. Das ist Jesus. Schlagt mal mit mir auf Jesaja 55. Weil ihr nicht nur denken müsst, dass im Neuen Testament hier Jesus davon spricht und auch Paulus davon spricht, wie wir wandeln können. Nein, er hat es schon seinem Volk damals ganz deutlich mitgeteilt. In Jesaja Kapitel 55. In Jesaja Kapitel 55. Ab Vers 6. Jesaja Kapitel 55, ab Vers 6. Bitte lest sorgfältig mit und versucht zu verstehen, das Volk Israel hat genau mit diesen selben Problemen zu kämpfen. Und Gott gibt nicht nur damals dieselbe Antwort, sondern an uns heute genauso gerichtet. Schaut mal. Ab Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn, und jetzt kommt's, meine Gedanken, hier spricht Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sehen wir hier die Konfrontation?
Könnt ihr sie lesen? Okay. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht, ich wiederhole, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Jetzt stehen wir vor einer Entscheidung. Also wenn wir ein Ziel erreichen wollen, von dem wir wissen, es ist die Wahrheit und es ist für uns, dann sagt Gott hier, du magst es vielleicht selber in die Hand nehmen. Du kennst vielleicht deinen persönlichen Wege, aber ich habe noch was Besseres für dich. Warum? Weil meine Wege, die kennst du nicht, die ich für dich geplant habe. Aber wenn du mir vertraust, wenn du mir wirklich vertraust, dann wirst du was erleben, was du vorher noch nie erlebt hast, was du dir nicht einmal im Geringsten hättest ahnen können, dass es so gut wird. Ist es nicht so, dass hier steht, dass er sich um alles sorgt? Er lässt es regnen über alles, dass alles wächst, dass wir zu essen, zu trinken. Warum sollen wir uns eigentlich sorgen? Das, was wir zu anziehen haben, was wir zu essen brauchen, was wir zu trinken brauchen, sind das unsere Sorgen? Sind das unsere Gedanken? Nein, es heißt hier, das, was Gott gesagt hat, hat er ausgesandt, weil er weiß, das wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Und das gefällt ihm. Was ihm aber nicht gefällt ist, wenn er seine Kinder sieht, die die Wahrheit kennen und sagen, Jesus, heute nicht. Vielleicht morgen. Vielleicht nächsten Sabbat. Wie oft stehen wir vor unserer Entscheidung, zu sagen, Herr, ich kenne die Zukunft nicht. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast. Aber ich will dir glauben und vertrauen, dass du Besseres vorhast als das, was ich mir ausgesucht habe. Glauben wir daran? Ich möchte euch nochmal zum Abschluss ein kleines Bild, wenn ihr mir noch erlaubt, 5 Minuten, ein kleines Bild zum Verständnis geben, wie es den Jüngern ging. In Markus 4, könnt ihr parallel gerne aufschlagen, in Markus Kapitel 4 ist es so, wenn ihr mal aufschlagt, Markus Kapitel 4, Jesus predigt über Glauben. Und ihr seht die einzelnen Etappen, von denen er spricht. Nämlich, er spricht von dem Geheimnis des Reiches Gottes. Er spricht von dem Gleichnis vom Seemann, der ausging, um Samen zu säen. Und einiges fiel auf dem Boden, einiges fiel auf dem Boden. So geht es uns eigentlich auch. Ich glaube nicht, dass das allein verschiedene Menschenschichten betrifft. Ich glaube sogar fast, dass es uns betrifft. Denn wenn wir tatsächlich von Gottes Wort, von dem Samen hören, fällt es immer auf fruchtbaren Boden bei uns? Oder fällt es auch manchmal unter Dornen und Disteln? Oder an Stellen, wo Vögel kommen und aufpicken und plötzlich ist es nicht mehr da? Ist unser ganzes Herz ein Nährboden, ein fruchtbarer Boden, egal wohin der Samen fällt, es fällt immer da drauf? Nein. Oder? Kann ich doch behaupten. Wir haben irgendwo unsere Dornen und Disteln, wir haben irgendwo steinige Wege in unserem Herzen, wo wir Gottes Wort nicht ganz zulassen wollen. Aber davon spricht Jesus. Und er geht weiter und sagt dann über die Gleichnis, über die Deutung des Seemanns, dann spricht er von dem Licht auf dem Leuchter, dass es scheinen soll. Nicht, was wir oft gerne tun, ist, dass wir es unter den Scheffel stellen. Dann spricht er von dem Wachstum der Saat. Finde ich übrigens sehr interessant, dass nicht einmal der Same weiß, dass er wächst. Das wissen auch wir nicht, wenn Gott den Samen uns wachsen lässt. Wir kriegen es nicht mal mit. Die Leute werden reflektieren und sagen, was ist mit dir passiert? Dann spricht er von dem Senfkorn, dass der Glaube klein anfängt und am Ende etwas Großes entsteht. Und dann geschieht etwas Interessantes. Die Jünger waren alle dabei, haben diese Predigt gehört. Wie oft sitzen wir Sabbat für Sabbat in der Gemeinde und hören Predigt nach Predigt nach Predigt? Man kann uns jetzt nicht vorwerfen, wir wüssten nichts, oder? Wir haben genug gehört. Auch die Jünger hörten viel von Jesus. Und jetzt schaut. Jesus sagt zu den Jüngern, er gibt einen Auftrag.
so wie er auch uns einen Auftrag gibt. Wir wollen ein Ziel erreichen und das ist das andere Ufer, oder? Also, los geht's. Er sagt im Vers 35 in Markus 4, lasst uns ans jenseitige Ufer gehen. Gott gibt einen klaren Hinweis. Und er will alle mitnehmen. Er will mit allen das Ziel erreichen. Und jetzt geht's los. Vers 37, jetzt muss man sich das vorstellen, der See ist sehr breit, sehr, sehr breit. Jesus, sehr anstrengend nach dem Tag, viel geheilt, viel gepredigt, viel Kraft verloren, braucht Ruhe. Macht sich's bequem, legt sich auf ein Kopfkissen hin, schläft. Die Jünger rudern, nicht wahr? Jetzt sind wir auf dem Weg. Von Weitem sehen sie die Wolken aufsteigen. Und die Wolken werden mehr. Die Wolken werden dunkler. Und die Wolken werden so dunkel, dass es schon fast Nacht wird. Und plötzlich zucken die Blitze. Das Wasser wird unruhig. Der Wind wird heftiger. Und es sind ja auch erfahrene Jünger dabei auf hoher See, nicht wahr? Die die See gut kennen. Und auch schon einige Stürme erlebt haben. Ich meine, haben wir nicht auch schon Stürme erlebt in unserem Leben? Und wir sind doch bisher gut klargekommen mit den Problemen und den Stürmen in dieser Welt, oder? Bis jetzt. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir an den Punkt gekommen sind, so wie die Jünger, dass der Sturm so heftig wird, dass sie nicht mehr paddeln können, sondern jetzt wirklich alles in die Waagschale werfen, um nicht, wie sie dann später sagen werden, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Will jemand von euch Kontrolle verlieren? Ich glaube nicht, dass es ein natürliches Bedürfnis ist, Kontrolle zu verlieren, oder? Man will ja die Kontrolle haben. Aber in dem Fall, obwohl die Jünger erfahrene Seeleute waren, Seeleute, bekamen sie plötzlich Panik, weil sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt schaut, lest mal mit mir mit, ab Vers 37. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es schon zu füllen begann. Und Jesus, Vers 38, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Frage. Möchtest du auch so einen Frieden haben wie Jesus? Ich meine, stellt euch das vor, das war eine Nussschale. Zum Verhältnis von heutigen Booten. Es war eine Nussschale. Und bei so einem Sturm, wo Wasser überall reinplatscht, ich meine, Jesus liegt hinten und kriegt ja auch Wasser ab, der schläft. Nicht allein vor der Müdigkeit. Er schlief, weil er Frieden hat und Glauben. Möchtest du diesen Frieden haben? Zu Zeiten der Corona? Zu Zeiten, die noch auf uns zukommen werden? Ich wünsche uns diesen Frieden, weil den brauchen wir. Den werden wir wirklich brauchen. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Es ist möglich, sonst hätte Jesus nicht machen können. Weil er mit dem Vater verbunden war und weil sein Wille dem Vater untergeordnet war, war er im Frieden. Egal, was kommt. Aber schaut euch die Jünger an. Und sie weckten ihn, ich bin jetzt noch in Vers 38, und sprachen sie, Meister, und jetzt hört euch mal diesen Wortlauf an und vielleicht könnt ihr euch darin euch selbst lesen. Ich lese mich da drin. Kümmert's dich nicht, dass wir umkommen. Jesus, siehst du denn mein Problem nicht? Warum hilfst du mir nicht? Warum hilfst du mir nicht? Siehst du die Probleme nicht? Schläfst du etwa? Kriegst du es gar nicht mit? Bin ich dir nicht wichtig? Jesus stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jetzt Vers 40. Und er sprach zu ihnen, nachdem er sich dann umdreht, sie anschaut, sagt er Folgendes. Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Noch vorher sprach er vom Glauben. Und nicht nur die war die Predigt, die die Jünger hörten. Sie hörten auch andere Predigten, so wie wir Sabbat für Sabbat über Glauben Predigten hören. Glauben wir? Nur weil wir hören? Oder glauben wir, weil wir jeden Tag etwas erleben mit Gott? Eigentlich dürfte ich hier nicht stehen. Eigentlich müsstet ihr hier stehen und eure Erfahrungen erzählen. Das wäre die richtige Predigt. Nicht, dass Laienprediger und Prediger hier oben stehen, um etwas euch zu erzählen von der Bibel. Ihr müsstet hier stehen und sagen, schaut, was Gott diese Woche getan hat in meinem Leben.
Das wären die richtigen Predigten. Das würde die Gemeinde erbauen. Das wäre wie hieß es damals? Die Plätze wären voll. Wisst ihr das? Die Plätze wären voll, weil die Menschen sagen, das will ich auch. Aber wie sollen es denn die Menschen sehen, wenn wir es nicht tun? Wir sind die Werkzeuge in seiner Hand. Habt ihr keinen Glauben? Und nicht nur das. Jetzt stellt euch mal vor, die sind jetzt mitten auf dem See, nachdem der Sturm vorbei war. Was glaubt ihr, wie schnell hätten sie das Ziel erreicht mit dem Sturm, mit dem ganzen Wind? Die wären in Windeseile auf der anderen Seite gewesen. Wie schnell glaubt ihr, will uns Gott durch eine Trübsal schicken, dass wir so schnell wie möglich ans andere Ziel kommen? Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sie wären ruckzuck auf der anderen Seite, hätten sie nur Vertrauen gehabt wie Jesus. Nein, jetzt müssen sie wieder aus eigener Kraft das andere Ufer erreichen, weil sie nicht geglaubt haben. Und so geht es uns auch. Weil wir nie an unserem Ziel kommen, wo wir hinwollen, weil wir unseren Willen nicht Gott unterstellen, müssen wir es immer aus eigener Kraft tun. Denn es kommt nie zu dem Ziel, wie wir es erhofft haben. Nie. Es funktioniert nicht. Und ich glaube, sie hatten noch genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Und da kommen sie ans andere Ufer, steigen mit Jesus aus, da kommen ihnen zwei Besessene entgegen. Sie rannten schon wutschnaubend auf Jesus zu. Was machen die Jünger? Was machen die Jünger, nachdem was sie jetzt schon auf See erlebt haben, dieses Wunder? Bleiben sie bei Jesus? Sie nehmen die Füße in die Hand und rennen davon. Als ob sie nichts gelernt hätten. Nehmen sie die Hände in die Füße, andersrum Füße in die Hände und rennen davon. Geht es uns nicht genauso? Von einem Ereignis zum anderen und trotzdem rennen wir weg. Als ob wir nie was erlebt hätten. Wirklich? Ihr Lieben, dann fehlt uns wirklich was. Dann fehlt uns Erfahrung mit Gott. Ihr Lieben, zum Abschluss. Schaut mal, Offenbarung Kapitel 3. Laodicea. Habt ihr schon alle gehört, nicht wahr? Ich möchte euch nur einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wie nennen wir Gott sonst noch? Danke. Vater. Was erwarten wir von einem Vater? Ich rede jetzt nicht von unserem leiblichen Vater, sondern was wäre unser absolut idealster Vater, den wir uns persönlich vorstellen würden? Den Superdad. Was würden wir uns wünschen? Schaut mal. Er schreibt, Jesus spricht zu der Gemeinde Laodicea, ab Vers 20, und sagt, lass mich nur ganz kurz schauen. Entschuldigung, ab Vers 19. Vers 19. Offenbarung Kapitel 3, Vers 19. Dort heißt es, nachdem wir den Ratschlag angenommen haben, sagt Jesus Folgendes. Alle, die ich lieb habe, Frage, wie viele Menschen liebt Jesus? Alle Menschen. Er will alle retten, nicht wahr? Aber er sagt, alle, die ich lieb habe, die überführe ich. Das heißt, ihr kommt zur Besinnung, ihr fangt an, eure Sinne zu prüfen, weil ihr überführt werdet. Und züchtigen. Und das heißt im Griechischen nicht züchtigen, sondern ich erziehe euch. Das ist das, was ein Vater tut. Er erzieht uns nach seinem Beispiel. Und auf eine Art und Weise, die wir nie fürchten müssen. Niemals zu fürchten haben. Warum? Weil es uns zum ewigen Leben führt. Und er sagt, so sei nun eifrig und tu Buße. Und Buße heißt, den Weg, den du gehst, bleib stehen. Dreh dich um, schau auf Jesus und geh ihm nach. Das heißt Buße. Bleib stehen, dreh dich um, folge Jesus nach. Und folge ihm nicht nur am Sabbat nach. Gesundheit. Folge ihm, wenn du morgens aufstehst, deine Andacht mit ihm hast und mit ihm bewusst durch den Tag gehst und sagst, Jesus, hilf mir, mein Ziel mit dir zu erreichen. Mach doch mal die Probe aufs Exempel. Lebt mal einen Tag, wenn es bisher noch nicht gemacht hat, ganz bewusst mit Jesus. Jede Entscheidung, die ihr zu treffen habt, ob es Essen, Trinken oder sonst was ist, jedes Gespräch, das ihr zu führen habt, bittet Gott darum, dass er dabei ist. Pläne, die ihr für den Tag gelegt habt, legt es Gott vor.
und schaut, was ihr an diesem Tag erlebt. Wenn euch das nicht süchtig macht, anstatt die Sucht der Welt nachzufolgen, dann sollten wir jeden Tag an unseren Knien, so wie wir am Anfang gelesen haben, mit Furcht und Zittern darum beten, dass wir unsere Erlösung bekommen. Denn der Teufel schläft nicht. Und ihr wisst gerade, weil er noch so wenig Zeit hat, er schmeißt alles in die Waagschale. Nicht wegen der Welt da draußen, wegen uns. Das Ganze, was hier in der Welt passiert, passiert wegen Gottes Volk. Ist euch das klar? Die ganzen Umstände, die hier passieren, ist nur wegen dem Volk Gottes. Wisst ihr eigentlich, wie sehr Jesus um die Menschen kämpfen muss? Was glaubt ihr, wie viele Menschen hat Satan auf seiner Seite? Muss er noch um viele Menschen kämpfen? Was meint ihr, um wie viele Menschenseelen Gott kämpfen muss? Und die, die er hat in seinen Händen, die wollen noch abspringen. Das ist unvorstellbar. Aber die Geschichte wiederholt sich. Ihr Lieben, mein Aufruf an euch, nicht nur an diesem Sabbat, sondern für jeden einzelnen Tag, lasst euer Leben ein lebendiger Gottesdienst sein. Für Gott. Ihr führt Gottesdienst für euch jeden Tag. Dienst an Gott, Menschen für Christus zu erreichen, mein persönliches Leben verändern zu lassen, meine ganze Ich-Sucht loszuwerden. Und dann möchte ich euch hier sehen, mit gefüllten Plätzen, wo ihr eure Erfahrungen als Predigten erzählt. Das ist ein Segen für eine Gemeinde. Das ist ein Segen für jeden Einzelnen, weil es uns alle erbaut. Auch die, die niedergeschlagen sind und schwach sind. Das erbaut uns alle. Bitte, lasst Jesu Hand nie los. Jetzt erst recht nicht. Und lebt euer Leben bewusst mit Jesus. Mit seinem Willen, nicht mit unserem Willen. Das sei mein Wunsch an euch. Und das soll euer Segen sein. Und das soll euer Ziel sein. Dass ihr euer Leben mit Jesus ganz vereint. Gott segne euch darin. Amen. Lasst uns vielleicht noch zum Abschluss beten. Und vielleicht würde ich vorschlagen, lasst uns nicht nur einfach stehen. Ich möchte jeden aufrufen, ich mache das eigentlich sonst nie. Aber ich möchte euch bitten, jeder, der möchte, seid bitte nicht gezwungen. Aber wenn Gott euch jetzt in eure Herzen berührt hat, wenn ihr was erkannt habt jetzt, für euch persönlich, dann bitte ich euch, mit mir niederzuknien. Nicht, die ihr es nicht wollt oder noch kämpft, dann kämpft weiter, aber kämpft weiter. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe was erkannt in meinem Leben und jetzt habe ich es bewusst erkannt. Wir können nicht sagen, wie Römer 1, ich kann mich entschuldigen. Wir können uns nicht entschuldigen. Das macht die Welt da draußen. Sie entschuldigt sich immer wieder. Wir können uns nicht mehr entschuldigen. Wenn ihr was erkannt habt und ihr sagt, ich will es jetzt als Ziel haben und dieses Ziel mit Gott verfolgen, lasst uns niederknien und gemeinsam beten. Jesus, wir haben niemanden zu gehen als zu dir, Herr. Zu wem sollen wir denn sonst gehen, der uns führt und leitet, der uns befreit, der uns beschützt, der unsere Herzen verändern kann, Herr Jesus. Ich möchte dich besonders bitten für jeden Einzelnen hier. Jung und alt, wir leben in einer Welt, Herr, die nicht besser wird. Und das wissen wir, weil du es uns gesagt hast. Aber du hast uns erwählt. Du hast uns ausgesucht, dass wir deine Kinder sind. Und du bist unser Vater. Bitte, Vater, hilf uns in unserer Schwachheit, in unserer Lauheit, mit unseren Sorgen und Problemen, all das, was uns bewegt, dass wir es, so wie Paulus es einst sagte, dass wir es alles als Dreck erachten und dass wir dich dafür haben, Herr Jesus, in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du uns in unserem alltäglichen Leben hilfst, dass wir unser Leben nicht weiter so leben wie bisher. Die Zeit drängt, Herr. Ich bitte dich für die Jugend, für die Kinder, dass du ihre Herzen bewahrst vor Satans Angriffen, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass sie lernen können zu prüfen, dass sie selbstkritisch werden und dass sie Dinge hinterfragen können, dass sie dich als Weisheit, Quelle der Weisheit nehmen, Herr. Und dass du uns auch als Erwachsene hilfst, bessere Vorbilder zu sein. Vergib uns, Herr.
Vergib uns, wo wir jeden Tag genau an diesem Punkt gesündigt haben, dass unser Wille nicht dir gehört. Ich bitte dich, Jesus, auch wenn es uns schwerfällt, von der Sünde loszulassen. Du bist mächtig, Herr. Du hast uns erschaffen. Du hast das ganze Universum erschaffen, Herr. Du kannst auch uns das Wollen und Vollbringen schenken nach deinem Wohlgefallen. Und darum bitte ich dich, hilf, dass unser Ich und unser Wille in den Staub gelegt wird. Und hilf, dass wir jeden einzelnen Tag von deinem Geist ermahnt werden, dir zu folgen. Und nicht einfach nur in den Tag zu gehen, sondern dass wir ganz bewusst jede Entscheidung, jedes Wort, unser ganzes Leben mit dir abstimmen. Es ist ein Prozess, ja, das wissen wir. Aber wir wissen, umso mehr wir dir nachfolgen, desto größer werden unsere Schritte und desto schneller erreichen wir unser Ziel. Bitte, Herr Jesus, sei uns gnädig und erhöre unser Gebet. Erhöre jedes einzelne Gebet, auch das Herz, das jetzt kämpft mit der Entscheidung. Gib einem jedem Kraft und Mut, diesen Glaubensweg zu gehen, ein Licht zu sein in dieser Welt, ein Zeuge zu sein für dein Reich, dass du bald kommen kannst. Jesus, komm bald. Mach du uns bereit, dass wir bereit sind, von dir abgeholt zu werden. Das bitte ich für jeden Einzelnen hier, für alle die jetzt live zuschauen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.